Leute, das Jahr 2023 hat begonnen und auch an mir ist der Weihnachtsmann nicht spurlos vorbeigegangen. Und zwar habe ich mir das selbst zugeworfen und eine schöne Rahmenschutzfolie für das Full Ray. Die werden wir heute in diesem Video mal aufkleben und schauen, wie gut das Ganze funktioniert. Ich habe schon mal reingeguckt und zwar sind hier logischerweise die Aufkleber bei. Das große Paket ist es, glaube ich, für sämtliche Rahmenteile und, was ich ganz gut finde, so ein Rakel, womit wir das dann schön blasenfrei im Idealfall aufkleben können. Weiterhin gab es eine schöne Fitlock-Flasche. Leider nur die ganz kleine, weil mehr bei dem Full Ray nicht dazwischen passt. Höchstwahrscheinlich. Aber um die schnell zu greifen während der Fahrt, reicht es mir vollkommen aus. Finde ich sehr geil. Und allein schon, wie das funktioniert, hatte ich vorher noch nicht. Finde ich auch geil. Als drittes so ein einfacher Mudguard von Fox. Sieht geil aus. Hat zwei Seiten. Einmal hier mit einem schwarzen Aufdruck. Und mit Weißen müssen wir mal gucken, was wir nach oben machen. Werde jetzt noch meinen Cappuccino genießen. Dann nehme ich euch und die Fahrräder mit in die kleine Werkstatt, hätte ich bald gesagt. Und dann gucken wir mal, dass wir das Ganze angebaut kriegen. Zusätzlich möchte ich gerne noch die Minion DHR 2 Reifen und den Minion Asegai von meinem Cube Reaction an meinen Ramen Full Ray bauen. Einfach um da ein bisschen potentere Reifen dran zu haben mit ein bisschen mehr Grip. Ich habe nämlich in Dänemark im Kelstrup gemerkt, dass ich etwas quer teilweise in die Kurven reingefahren bin und das, obwohl ich behaupten würde, dass ich jetzt noch nicht unbedingt der schnellste Fahrer bin. Dementsprechend glaube ich, mit neuen Reifen wird es da ein bisschen sicherer. Wir probieren das Ganze aus und wenn ich das Ganze durchgetestet habe, kann ich auch ein kleines Fazit zu den Schwalbe Nobby Nick Rädern und im Vergleich zu den Maxis, im Vergleich zu den Minion DHR und dem Asegai. Und wenn das Ganze montiert ist, kann ich auch einen Vergleich zwischen den Schwalbe und den Maxis Reifen geben. So habe ich mir mein Full Ray genommen, Rahmenschutzfolie und Co. eingesackt und bin in die kleine Bastelbude. Ich wollte für einen leichten Einstieg eigentlich den Fitlock-Flaschenhalter als erstes anbauen, war mir dann aber nicht mehr sicher, ob da vielleicht auch eine Schutzfolie rüberkommt, weshalb ich mit der gestartet habe. Und da irgendjemand die Anleitung dazu nicht gelesen hat, nahm das Unheil ab dem Zeitpunkt seinen Lauf. Zusätzlich war es draußen noch am Regnen und Stürmen und gleichzeitig war in der kleinen Hütte irgendwie nur die Ecke, die ich beleuchtet hatte, hell. Das Ganze in Kombination hat einen irgendwie demotiviert und man kann eigentlich sagen, dass ich an diesem Tag irgendwie in einem richtigen Off-Season-Tief steckte. In dieser Situation ist es natürlich am wichtigsten, sich nicht davon unterkriegen zu lassen und einfach anfangen, was man machen möchte, ist meistens die beste Medizin. Also habe ich mir erstmal in Ruhe die Folie angeguckt und fürs Aufkleben vorbereitet. Und jetzt fing die Motivationssache an, mich noch mehr auf die Probe zu stellen. So Leute, ich habe das Ganze jetzt schon mal benetzt, ein bisschen und schön sauber gemacht. Habe mir mein Stück hier irgendwie schon mal zurechtgeschnitten. Ich weiß nicht, ob ich das hier oben dran lasse oder ob ich nur die Berge möchte. Ich wage es jetzt. Meine Hände nass machen soll man, glaube ich, noch ein bisschen. Ich habe mir hier noch ein bisschen Wasser mit ganz bisschen Spüli besorgt, einfach um nachher keine... Ich habe mir nämlich ziemlich wahllos ein Video angeguckt und die Tipps daraus mitgenommen. Also Fahrrad sauber machen, bisschen einsprühen und das gleiche mit der Folie, damit diese sich im Anschluss vernünftig aufkleben lässt. Soweit so gut. Dann ist mir als erstes aufgefallen, dass es die schwarze Folie ist, die sich auf meinem schwarzen Rayman gar nicht absetzt. Und zweitens muss man die überhaupt nicht nass machen. Einfach gerade aufsetzen, einmal mit dem Daumen rüberziehen mittig, damit sie hält und dann mit einem Heißluftföhn gleichmäßig verteilen. Nachdem ich das dann nämlich in der offiziellen Anleitung von der Folie gelesen habe, habe ich gedacht, jetzt habe ich wirklich alles versemmelt, was ich versemmeln konnte. Und an der Stelle nimmt das Video eine kleine Wende. Ich bin nämlich ins warme und muckelige Wohnzimmer umgezogen und habe mich dazu entschlossen, die Rahmenschutzfolie als erstes aufs Taillis aufzukleben. Also aufsetzen, rüberziehen und föhnen. Wie ihr seht, ging das selbst bei dem Part, wo die Folie eigentlich gar nicht unbedingt hin soll, ziemlich gut durchs Warmmachen. Mein Fazit ist also, dass sich die Folie richtig gut verarbeiten lässt, das Muster grundsätzlich auch geil aussieht
aber wie ihr jetzt gerade seht, die Bäume außen irgendwie abgeschnitten sind. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler beim Print ist oder ob das einfach so sein soll. Irgendwie passt mir das noch nicht so ganz. Dieses Enduro-Logo, was oben drauf war, habe ich abgeschnitten und die zwei transparenten Parts oben rüber geklebt. Das hat also alles ziemlich gut funktioniert, bis mir dann der Handyspeicher vollgegangen ist. Wie der Rest der Folie raufgekommen ist, kann ich euch also leider nicht zeigen. Aber natürlich bekommt ihr das Ergebnis zu sehen und wie ihr wisst, haben wir ja noch mehr auf der To-Do-List. Als nächstes steht der Fitlock-Flaschenhalter auf dem Plan. Hier gibt es eigentlich nicht viel zu beachten. Man schraubt die Muttern ab, die nur für die Transportzwecke am Start waren, macht, wenn sie vorhanden sind, die Kappen aus dem Rahmen raus und schraubt den Halter erstmal leicht an. Den zieht ihr nämlich am besten noch nicht ganz fest, damit ihr ihn noch etwas einstellen könnt. Wenn das getan ist, nehmt ihr euch eine kleine Knarre oder einen Imbusschlüssel und zieht alles fest. Nach der Montage in der Einstellung, wo die Flasche quasi am tiefsten ist, ist mir aufgefallen, dass beim Full Ray nicht mal die kleinste Fitlock-Flasche zwischenpasst. Zumindest nicht, wenn der Deckel ganz zugeschraubt ist. Lässt man ihn allerdings ein kleines Stück offen, ist die Flasche immer noch dicht und es passt gerade so dazwischen. Habe ich ausprobiert. Als nächstes widmen wir uns der größten Baustelle. Und zwar möchte ich, wie gesagt, die Maxxis-Reifen von meinem Cube Reaction auf meine Rayman Full Ray Laufräder bauen. Also eben aus beiden Bikes die Räder demontiert, Luft raus, Mantel runter und die ganzen Dinger durchgetauscht. Und ich kann euch sagen, das war ein deutlich größerer Akt, als ich es mir vorgestellt hätte. Einige fragen vielleicht, warum ich nicht direkt auf Tubeless umgerüstet habe. Das hat den Hintergrund, dass ich an meinem Plan festhalte, so lange mit dem Schlauch zu fahren, bis er platt geht. Und da ich bisher noch keinen Platten hatte, glücklicherweise, durfte ich auch noch nicht auf Tubeless umrüsten. Nachdem ich dann einen Reifensatz durchgetauscht hatte, ging es an den zweiten. Und einen Tipp kann ich euch da mitgeben, achtet unbedingt auf die Rotationsrichtung vom Mantel. Wenn ihr den nämlich falsch rum aufgebaut habt, könnt ihr den ganzen Kram wieder auseinanderbauen und das ganze Spiel von vorne spielen. Nicht, dass mir das passiert wäre. Als ich alles durchgetauscht und wieder aufgepumpt hatte, konnte ich die Räder wieder einbauen. Als nächstes sollte auch noch der Fox Mudguard an meinem Fahrrad Platz finden. Nachdem ich mich zuerst irgendwie entscheiden musste, ob ich den weißen Aufdruck oder den grauen nach oben mache, habe ich mich am Ende für den grauen entschieden, weil das einfach für diese generell dunkle Optik am Fahrrad besser funktioniert. Der Mudguard wird einfach mit Kabelbindern an dieser kleinen Brücke oben an der Gabel festgemacht und seitlich an den Tauchrohren der Gabel. Vorher alles schön sauber machen, damit es keine Kratzer gibt, alles schön ausrichten und dann festziehen. Warum man an einem 4.000-Euro-Bike einen 5-Euro-Mudguard mit Kabelbindern festmacht, habe ich noch nicht ganz verstanden. Aber ich denke, der Hintergrund ist, dass die Mudguards universell an jeder Gabel anwendbar sind. Was am Anfang erstmal nach einem ziemlichen Fusch klingt, sieht dann als Ergebnis doch ziemlich gut aus. So, da ich jetzt wieder die originale Felge drin habe, haben wir wieder das Problem, dass die ja nicht ganz zentriert war. Hier der Abstand ein bisschen kleiner ist als hier. Das heißt, ich habe jetzt hier diesen, ich glaube, er nennt sich sogar Nippelspanner. Damit kann man verschiedene Beichengrößen spannen bzw. entspannen. Das gucken wir uns jetzt mal an. Und das Ding habe ich übrigens vom Andi Litz bekommen. Danke nochmal. Und wir schauen mal, wie gut das jetzt funktioniert. Wir merken uns jetzt, dass wir bei der Speiche mit dem R beim Ventil anfangen. Werde auf einer Seite alle eine halbe Umdrehung lösen, auf der anderen Seite eine halbe Umdrehung festziehen und dann gucken wir, dass wir es zumindest nach Auge zentriert kriegen. Das mit dem Zentrieren hat alles sehr gut funktioniert und jetzt gibt es nochmal das ganze Ergebnis. Um genau zu sein, haben wir einen Tag später und ich finde, sowohl der Mudguard als auch die Fitlock-Trinkflasche kann sich sehr gut sehen lassen. Wenn der Deckel nicht ganz zugedreht ist, passt er wie gesagt sogar zwischen. Und dann gab es allerdings die nächste Überraschung, die jetzt irgendwie doch nach einer kleinen Tubeless-Umrüstung schreit. Das Ventil ist es leider nicht, also muss ich beim Einbau irgendwo den Schlauch beschädigt haben, sodass dieser jetzt Luft verliert. Das heißt, ich muss mir jetzt irgendwo ein Tubeless-Set organisieren und dann gibt es mit Sicherheit ein Video dazu, wie man das umrüstet. Wenn euch das Video gefallen hat und auch die Bauteile, besonders dieser Platten hier, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert, wenn es noch nicht passiert ist, gerne meinen Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao.